Dieser Tisch ist seit einem knappen Jahr der Arbeitsplatz von Jill Göres. Ein gewaltiger Schritt vom Zimmer im Elternhaus zu einem Konferenzraum mit eigenem Sekretariat. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, mal aus der Komfortzone raus, aber dadurch lernt man sehr, sehr viel und ich bereue es noch keine Sekunde. Die Gemeinde Bech liegt im Müllertal, knapp 30 Kilometer nordöstlich von Luxemburg-Stadt. Bei der Gemeinderatswahl im vergangenen Juni hatte die damals 20-Jährige, die keiner Partei angehört, überraschend die meisten Stimmen erhalten. Sie zögerte keinen Augenblick und nahm die Wahl an. Mit Norbert Claßen hat Jill einen erfahrenen Stellvertreter an ihrer Seite. Claßen hat schon in den letzten beiden Wahlperioden im sogenannten Schöffenrat den Bürgermeister unterstützt. Wäre dann nicht besser er Bürgermeister geworden? Der Rentner winkt ab. Zu viel Stress. Beim letzten Schöffenrat war das so, wir waren so schon fast die drei älteren Herren. Der Jüngste war 60, unser Bürgermeister war 63 und ich war 69. Das waren da so drei alte Herren. Das ist dann auch so nicht mehr so Stand und auch Gesellschaft. Und heute ist dann zwei Kolleginnen hier im Schöffenrat, die sind dann topschnell vernetzt mit der halben Welt, wie das ja heute so ist. Habe ich auch schon dazugelernt. Schwierigkeiten, ernst genommen zu werden, hat die jüngste Bürgermeisterin Luxemburgs nicht, sagt sie. Weder innerhalb der Gemeinde noch bei Gesprächen mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen. Ich wurde sofort mit ganz viel Respekt aufgenommen und sehr, sehr viel Freundlichkeit und Liebe. Und jeder war sehr hilfsbereit. Bei einer Vor-Ort-Besichtigung mit dem Förster trifft Jill Göres ihren Vorgänger, Camille Kohn. Der wollte nach zwei Amtszeiten nicht mehr und ist sehr froh darüber, wie seine Nachfolgerin die Geschäfte führt. Sie macht verschiedene Sachen besser als ich, ja. Zumal die Kommunikation und so, das war nicht so mein Steckenpferd. Also da ist sie, glaube ich, viel besser mit der Kommunikation mit den Bürgern und so. Das ist gut. Trotz ihres fast jugendlichen Alters ist Jill Göres in ihrer Gemeinde sehr bekannt und gut vernetzt. Denn sie ist Mitglied in mehreren Vereinen. In der Landjugend, im Chor und im Bienenverein. Jill ist nämlich leidenschaftliche Imkerin. Um 8 Bienenstöcke kümmert sie sich. Und sie sieht durchaus Parallelen zwischen ihren Bienenvölkern und ihrer Gemeinde. Der Zusammenhalt. Im Bienenvolk gibt es einen starken Zusammenhalt. Und ich würde sagen, hier in der Gemeinde auch. Und das sehe ich immer wieder gerne. Jill hat einen prall gefüllten Terminkalender. Zurzeit bereitet sie sich auf ihren Bachelorabschluss in Erziehungswissenschaften vor. Gar nicht so einfach, das Bürgermeisteramt, das Studium und ihre Vereinsaktivitäten unter einen Hut zu bekommen. Es fordert viel Planungszeit und einen gut strukturierten Terminkalender. Ich habe aber auch ganz gute Freunde an der Uni, die mir dann mal sagen, wenn wichtige Termine sind und so. Und da wir eigentlich keine Kurspflicht haben an der Uni, und somit pendelt sich das dann eigentlich ganz gut ein. Im Sommer wird Jill Göres ihr Studium abschließen. Danach möchte sie, anders als ursprünglich geplant, doch nicht Lehrerin werden. Ich hatte eigentlich während meiner Studienzeit ein bisschen mehr Einblick in unser Familienunternehmen. Und jetzt ist der Reiz sehr, sehr groß, da noch einen weiteren Einblick zu bekommen. Somit fange ich dann jetzt nach dem Abschluss von meinem Studium jetzt mal ein Jahr dort an, um zu schauen, wie diese Welt eigentlich ist. In Jills Wahlprogramm stand unter anderem, dass sie sich für erschwinglichen Wohnraum, für einen Rufbus und für eine Kläranlage im Ort einsetzen möchte. Einlösen konnte sie das im ersten Amtsjahr noch nicht, aber sie sieht sich auf einem guten Weg. Wir haben eine ganze Vielfalt an Projekten bereits auf den Weg gelegt. Jetzt diesen Monat zum Beispiel erscheint unsere Bash-App, die dann auch die Kommunikation mit dem Bürger verdigitalisieren soll, aber auch teilweise vereinfachen. Schon seit Jahren wird diskutiert über eine Fusion zwischen Bech und der Nachbargemeinde Manternach. Könnte es sein, dass Jill Göres nicht nur die jüngste, sondern auch die letzte Bürgermeisterin ihrer Gemeinde ist? Also Fusionsgespräche laufen aktuell derzeit nicht. Wir haben aber bereits eine gemeinsame Schule in Berbusch und auch verschiedene Vereine, die bereits zusammengefunden haben. Und ich glaube, das sind sehr tolle Projekte. Es sieht also nicht so aus, als würde sich Jill Göres demnächst selbst abschaffen. Und so könnte es sein, dass sie noch sehr lange Bürgermeisterin bleibt.